danach. Ja. Aber zuerst würde ich unseren Gast aus der Schweiz bitten, erst ein. Vielen Dank. Was Sie ist machen denn eigentlich den gleichen Blödsinn wie wir, oder? Sie sparen. Und schön, Ziele, Mittel und am Schluss das Geld. Aber die internationale Lage rennt Ihnen davon, oder? Zu Recht, die ganze Geschichte mit der Ukraine, Baltikum, ante porta. Destabilisierung von Europa, ante porta. Die ganze Thematik mit ISIS, Gefährdung der Infrastruktur. Und das wird viel mehr Mittel, da müssen Sie viel mehr Mittel einsetzen als jetzt. Also ohne Berücksichtigung der internationalen Lage ist das eine sehr esoterische Abhandlung. Über diese Bücher müssen wir gehen. Ich spreche jetzt nicht nur Österreich an, ich spreche auch die Schweiz an und ich spreche natürlich auch Deutschland an. Wir leben hier in einer ja, Fantasiewelt, nicht? Die Realität ist eine andere. Und wir müssen anhand dieser Realität heute und morgen unsere Wehranstrengungen überprüfen. Diese Wehranstrengungen erbringen was? Sicherheit für jeden, der in diesen Staaten lebt. Gemeinsam oder unabhängig, das ist wieder eine andere Frage. Herr Steil, wir haben da ja auch vorbereitet einen kurzen Vergleich zwischen der Schweiz und Österreich. Also 3,6 Milliarden Euro, also etwas fast das Doppelte von Österreich, hat das Schweizer Heer zur Verfügung. In Österreich sind es derzeit 2,1 Milliarden und soll weniger werden. Panzerfahrzeuge hat die Schweiz 2068, Österreich 530. Und bei den Luftstreitkräften geht der Vergleich 191 zu 66 aus. Wenn Sie, Herr Stahl, also hier jetzt eine Art Rede halten für Aufrüstung, Schweiz, Österreich, Deutschland, werden Sie, eins sage ich Ihnen, ganz sicher in Österreich überhaupt keine Mehrheiten finden. Da wird eher gestritten, wie stark abgebaut wird. In der Schweiz findet er auch keine Mehrheiten. Nein, stimmt nicht. Für die Aufrüstung? Wir werden sie finden. Sie werden sehen. Wir werden diesen Verteidigungsminister Maurer an die Wand fahren. Das garantiere ich Ihnen. Wir hatten noch nie einen so dummen Verteidigungsminister wie heute. Wer ist wir jetzt? Nur weil Sie sagen wir, wer ist das? Hä? Wer ist wir? Wir sind Gruppierungen von Milizoffizieren, die mit Sorge auf diese Armee blicken und die Anforderungen, die internationale Lage an diese Armee stellt. Also Sie sind sozusagen die Schweiz nicht Peter Pilz. Wäre schon Sie von vorne an der wäre weg. Wissen Sie, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, von Kohl bis zu Ihnen kommt immer wieder, wir stehen vor völlig neuen Aufgaben und müssen neue Antworten finden. Und dann kommt der schnelle Kurzschluss und deswegen brauchen wir